Ja, danke schön, Anton, für die sehr nette Einleitung, für die Einladung hier ein bisschen was erzählen zu können, was wir so in den letzten Jahren in den Tropen gemacht haben. Und ich denke, es gibt natürlich viele Gründe, warum man in den Tropen Forschung betreibt. Natürlich ist eine Landschaft und Ökosysteme, die wenig erforscht sind, wo man also sehr viele neue Lebensgemeinschaften und Interaktionen erforschen kann. Natürlich auch von den Auswirkungen von verschiedenen Vorgängen, die ja weltweit festzustellen sind, wie Klimaerwärmung und so weiter. Und auf der anderen Seite ist aber doch ein sozialer Aspekt, auf den ich heute besonders eingehen möchte. Und zwar hat sich das, glaube ich, ein bisschen in den Aktivitäten, die ich in den Tropen gemacht habe oder durchgeführt habe, hat sich das ein bisschen durchgezogen. Mir war das ein besonderer Aspekt, dass man auch mit den Communities, mit der Gesellschaft einigermaßen interagiert und nicht als Astronaut sozusagen in den Tropen geht und wieder wegfährt und die Kenntnisse dann auch dort lässt. Und ich glaube, dass besonders diese Tropenforschungsstation in La Gamba, die ich ja schon vom kleinen Haus her ganz zu Anfang in den 90er Jahren kennengelernt habe, wo ich Gast sein durfte und was mich sehr natürlich inspiriert hat, weil da mit wenigen Mitteln sehr viel gemacht wurde und jetzt aber auch gesehen habe in den letzten 15 bis 20 Jahren, dass sich das immer wieder hervorragend entwickelt hat und aus dem Grund würde ich sagen, werde ich immer wieder dorthin fahren, weil es einfach eine ganz tolle Sache ist. Was eigentlich grundlegend mit den Fließgewässern zu sagen ist, das weiß natürlich jeder, aber dennoch muss man darauf hinweisen, dass natürlich weltweit die Fließgewässer am meisten strapaziert sind. Ihre Morphologie ist sehr stark verändert. Wir haben Flussbettveränderungen und Ingenieurmaßnahmen und ganz extreme anthropogene Beeinträchtigungen, die Fließgewässer weltweit eigentlich sehr stark verändert haben. Und ich habe keine Statistik angeführt. In der entwickelten Welt, so auch in Bhutan zum Beispiel, da ein Foto von einer sehr massiven auch Uferregulierung, die natürlich in Himalaya Fließgewässern notwendig sind und wenn man da schaut, auch wo dann Siedlungsgebiete sind, da ist natürlich genauso wie bei uns der Beton eigentlich. Also das ist nicht nur dann im Himalaya so, sondern natürlich auch in Kenia, wo es unterschiedliche Beanspruchungen gibt und unterschiedlichste Einflüsse, die natürlich die Ökologie und die Integrität der Fließgewässer natürlich nachhaltig verändert hat und gestört hat. Und das ist natürlich auch in den Tropen so. Und dennoch muss man besonders in den weniger entwickelten Ländern da besonders noch das Bewusstsein schaffen, dass nicht die Fließgewässer, die Abflusskanäle und die als zivilisierte Bevölkerung da, als Zivilisation uns natürlich produzieren und dann auf den schnellsten Weg durch die Fließgewässer nach unten schicken. Ja, und dann ist ein anderer Aspekt natürlich auch, das über Jahrzehnte so betrieben wurde, dass die entwickelten Länder ihre Wissenschaftler in die weniger entwickelten Gebiete geschickt haben und in die Tropen und so weiter. Und da eben ihren wissenschaftlichen Fragen nachgegangen sind. Und sie haben im besten Fall noch
mit den lokalen Wissenschaftlern interagiert und haben da Austausch betrieben und mit ihrer Wissenschaftssprache natürlich über bestimmte Dinge dann auch entsprechende Publikationen und Arbeiten verrichtet. Aber was oder wie auf der Strecke geblieben sind, sind eigentlich die Leute, die dort wohnen und eigentlich von den Ökosystemen in großer Weise abhängig sind. Und besonders ist aber wichtig, denke ich, dass eben auch die Informationen, die in der Wissenschaftswelt sozusagen generiert werden, auch zu den End-Usern kommen. Und ich denke, da haben wir jetzt und besonders mit La Gamba und mit dieser Tropenstation ist da ein sehr wunderschönes, ein wunderschönes Beispiel eigentlich vorhanden, wie sich das so entwickelt hat, wo man auch diese breite Öffentlichkeit vor Ort mit all den Geschehen, mit all dem Geschehen, das sich in so einer Situation, in so einer Station dann abspielt, auch integriert und teilhaben lässt. Und ich denke, das ist gut. In anderen Lokalitäten, natürlich in anderen Gebieten, fehlt diese Informationen. Jetzt sehe ich wieder, dass die Internetverbindung wieder sehr instabil ist, aber ich hoffe, dass es weitergeht. Ja, und jetzt möchte ich ein bisschen Beispiele oder ein paar Beispiele bringen, wie wir das in La Gamba mit unserer Fließgewässeruntersuchungen, wie sich das so in dieses Umfeld einfügt. Wir machen eben, hat Anton vorher schon gesagt, seit einigen Jahren diese Tropenexkursion, wo wir in ganz Costa Rica herumfahren zuerst, aber dann der Hauptaufenthalt sozusagen, das Hauptgeschehen, sich in dieser Tropenstation in La Gamba abspielt, wo ja reiche Biodiversität in unterschiedlichsten Lebensräumen zu finden sind und zu beobachten sind und für die Studierenden natürlich da ein reiches Feld an neuen Erkenntnissen und ja, staunbaren oder ja, sehr, sehr tollen Erlebnisse natürlich stattfinden, aber auch Untersuchungen, die wir da durchführen. Ja, das ist eine der Exkursionen, glaube ich, die ja, 2009, also das ist schon über 10 Jahre her. Wir sind noch schlanker oder jünger, ich weiß nicht, was da besten zutrifft, aber auf alle Fälle sind wir da umgeben von sehr interessanten La Gamba immer wieder hinkommen und das untersuchen und die Sache da dann auch lebhaft erleben können. Da ist Bernd Pelster bei uns, ein Zoologe, der ein ständiger Begleiter ist natürlich. Dann Fritz Schiemer, der da mit einigen Wiener Studenten auch dabei war und einige andere Kolleginnen und Kollegen, die da die Universität Wien und Universität Innsbruck auf diese Exkursion begeben haben. Und natürlich können wir da verschiedenste Situationen und verschiedensten Fragen nachgehen, was wir natürlich auch tun in Einzelarbeiten. Und da sind zum Beispiel Amphibien, die wir uns da besonders anschauen, die unterschiedlichste Lebensräume da bewohnen und da ihre funktionellen Aktivitäten nachgehen und immer ein Erlebnis sind, besonders wenn man sie dann ertasten und fangen kann und dann auch sehen kann, wie groß zum Beispiel manche solcher Amphibien auch sind oder zum Beispiel, wenn man ihre Geräusche am Abend hört. Ja, dann der Basilisk zum Beispiel und ich habe jetzt da gerade ein paar Fotos da zusammengestellt, dass die aber nur zeigen sollen, es sind Tausende in meiner Sammlung, die nur zeigen sollen, dass man da auf den Wanderungen und auf den Untersuchungswegen, die man da geht, dass man da ganz spektakuläre
Dinge auch einfangen kann. Und eigentlich fasziniert ist von dieser besonderen Biodiversität und außergewöhnlichen Vielfalt, die in so einem Tropenregenwald dort zu sehen ist. Den Vulkan Arenal zum Beispiel, den haben wir über Jahre lang nicht gesehen. Anton hat uns immer versprochen, den gibt es. Und dann tatsächlich nach einigen Jahren haben wir das erste Mal den Vulkan Arenal auch gesehen. Und war auch sehr spektakulär, als wir da um diesen Vulkan herumgewandert sind. Und auch einige Amphibien, Reptilien in besonderem Habitus da eigentlich auch entdecken konnten. Also immer wieder eine Besonderheit, wenn man da hinfährt nach Costa Rica. Und uns interessieren aber natürlich, und das ist auch das Thema meines Vortrages heute, die Fließgewässer. Weil die Fließgewässer haben natürlich eine Veränderung auch in den Tropen erfahren, so wie bei uns in der westlichen Welt natürlich. Aber dennoch in diesen groß angelegten Schutzgebieten, da findet man doch dann noch die natürliche Ausprägung von Fließgewässern. Und wenn man da so einen verzweigten, einen braided river, wie man es nennt, also in der Fachsprache, wie sie heißen, also einen verzweigten Fluss, der auch bei uns eine Mangelware in den Alpen und aber der typische Fluss, der Gebirgsfluss eigentlich wäre, eine Mangelerscheinung ist in den Alpen, dann ist man auch da sehr erfreut, wenn man diese natürliche Ausprägung eines verzweigten Flusses sehen kann. Uns interessieren natürlich dann die Besonderheiten in diesen morphologischen Gegebenheiten, wie da diese Schnellen und Pools, die sich da ganz natürlich in diesen Fließgewässern entwickeln. Und gerade dann, wenn man diese unterschiedlichen Ausprägungen sieht und auch die Dynamik des Flusses da erkennen kann, weil da sieht man, dass da sehr viel an Totholz auch angeschwemmt wird und abgelagert wird, aber auch aberodiert wird. Und jedes Mal, wenn wir da hinkommen, ist das Flussbett wieder ganz anders gestaltet. Also diese Dynamik im Rio Bonito, wie er heißt, ist natürlich eine ganz tolle Gegebenheit. Und wir schauen natürlich auch ein bisschen unter die Wasseroberfläche. Und es ist eigentlich auch ganz angenehm, weil die Wassertemperatur ist bei angenehmen 26, 27 Grad Celsius. Das heißt, da braucht man keine Ausrüstung, keinen Neoprenanzug, um da stundenlang schnorchelnd sich zu bewegen und Aufnahmen unter Wasser zu machen. Da zum Beispiel eine netzspinnende Köcherfliegenlarve, die Hydropsychiden, eine Familie, die da ihre Netze in das Wasser stellt und zwischen den Beinen diese Netze anheftet und das suspendierte organische Material aufsammelt, Tiere, die daher driften oder auch anderes organisches, abgestorbenes Material, das sie dann absuchen wie eine Spinne in ihrem Spinnennetz und dann verzehren. Also ganz tolle Geschichten. Dann die stark strömenden Bereiche, die natürlich auch von besonderen angepassten Tierarten da belebt werden, die zum Beispiel da eine Dobsonfly, also eine Megaloptere, die eine besondere Ordnung der Insekten, die etwa 2 bis 3 Zentimeter groß werden und Räuber sind, die sich von anderen Insektenlarven ernähren. Oder dort zum Beispiel eine Süßwassergarnele Macrobrachium, also die Großarmgarnelen, die zirkumtropisch verbreitet sind, also um den Äquator weltweit verbreitet sind eigentlich, mit unzähligen Arten, die eigentlich eine schöne Größe erreichen können. Das größte Exemplar, das wir da im Quebrada Negra eigentlich gefunden haben, im oberen Bereich, war fast 30 cm lang, mit den Armen natürlich gerechnet, aber doch ein großes Tier. Und man kann sich auch vorstellen, dass da die Menschen auch interessiert dran sind und die jagen diese Tiere dann auch und führen dann auch oft dazu, dass manche Populationen in den Flüssen
eigentlich ausgerottet sind, weil sie ständig von den Menschen auch, was natürlich verboten ist, aber von den Menschen gejagt werden und gesammelt werden und dann auch in die Kochtöpfe landen natürlich. Aber dennoch ist ganz interessant, wie diese Tiere dann natürlich im Ökosystem ihre Rolle einnehmen, funktionell, wie sie agieren und so weiter. Und es gibt ja nicht nur die eine Art oder diese eine Gruppe, sondern es gibt dann mehrere Arten, worauf ich dann später noch zurückkommen werde. Ja, was wir dann tatsächlich tun ist, wir haben ja sehr viele Hände mit unseren Studierenden mit und da machen wir wahrscheinlich natürlich Untersuchungen, um doch die Diversität dieser Gewässer auch einigermaßen beschreiben zu können und uns die verschiedenen, ja, die verschiedenen Komponenten einer tropischen Fließgewässer-Biodiversität auch anzuschauen. Und man sieht da, die Leute sind gebückt und machen da intensive Aufsammlungen, die natürlich die Kleinstlebensräume da besonders betreffen. Und da findet man eine Reihe von Eintagsfliegen und Köcherfliegenlarven, die unterschiedlichster Formenvielfalt auch sind. Und dann setzen wir das natürlich auch in Zusammenhang mit den Umweltfaktoren, wie zum Beispiel die Aufwuchsalgen, die sich in diesen Stellen befinden oder zum Beispiel die organische Substanz, die da ist und wollen das in Verbindung oder setzen das in Verbindung mit den vorkommenden Arten, mit der Artenvielfalt, aber auch mit der Individuenabundanz, also mit dem zahlenmäßigen Vorkommen von bestimmten Arten oder Gruppen, die eine bestimmte funktionelle Rolle oder eine Funktion haben in dieser Diversität. Ja, da ist gerade so ein Beispiel, das zeigt, dass eben da verschiedene Ordnungen vorkommen, wie Wasserkäfer zum Beispiel oder Köcherfliegen. Die Zweiflügler sind zum Beispiel sehr häufig oder die Eintagsfliegenlarven sind sehr häufig, aber auch die Libellen sind da, dann die Wassermilben und die Wasserwanzen und auch eben diese Schlammfliegen, die Megalopteren. Was uns natürlich interessiert auch, zum Beispiel, wenn man das angeschaut, wo sich besonders verschiedene Fischfamilien einfinden in den Riffels und in den Pools. Da ist zum Beispiel so eine Grafik, eine Darstellung, wie sich das zum Beispiel in so einem Riffelhabitat, also in so einem Schnellflug, extreme Strömung, und das sind die verschiedenen Familien der Fische vorzufinden. Also das schauen wir uns an. Und dann natürlich auch in diesen Pools, in diesen langsam strömenden Bereichen, wie sich das dann zum Beispiel von den schnell strömenden Bereichen unterscheidet und dass das eine ganz andere Voraussetzung ist, natürlich auch wegen dieser abiotischen Bedingungen, aber auch andere Strukturen und so weiter, anderer Lebensraum da von anderen Familien auch eingenommen wird. Ja, also das ist nur dann eine Darstellung. Wir schauen uns eben die verschiedenen, jetzt sind Fische dargestellt, aber wir versuchen auch natürlich die Invertebraten derartig genau zu dokumentieren. Aber dennoch wissen wir, dass es doch verschiedene Defizite gibt, nämlich dass man sehr wenig weiß, welche Arten das tatsächlich in den Tropen. Man kennt die Taxonomie nicht oder ungenügend zumindest. Und dann gibt es auch sehr wenig sehr dürftig entwickelte Bestimmungsschlüssel, sodass es eigentlich sehr schwer fällt, auf Artniveau zu arbeiten und dann entsprechende Aussagen zu treffen. Und das ist aber eigentlich die Voraussetzung, dass man was über diese Wechselwirkungen in den Ökosystemen weiß. Und da sind wir eben dabei, das zu tun. Das ist jetzt ein Schnappschuss von verschiedenen Garnelen, die sich in diesen Gewässern und auch anderen Dekapoden, also Zehnfußkrebsen, befinden, weil zum Beispiel da diese Süßwasserkrabbe, aber da wieder ein Makrobrachium, eine andere Art, als wir es vorgesehen haben,
und dann auch da wieder ein Makrobrachium, wieder eine andere Art und da eine Bürstkanäle, also Artioide, die Familie, auch eine ganz besondere Einnischung, die diese Art erfahren hat, nämlich sie lebt in ganz stark strömenden Bereichen und baut sich sogar Wohnhöhlen aus Detritus, aus Blättern, aus Zweigen und so weiter und lebt da in den ganz stark strömenden Bereichen und annehmen kann man, warum sind sie in diesen stark strömenden Bereichen, weil sie vom Algenaufwuchs leben, weil es sind Bürstkanälen und diese Bürstkanälen, die haben besondere, an den Kieferfüßen besondere Vorrichtungen mit Bürsten zum Beispiel, mit sehr stark beborsteten Bereichen, wo sie eben die Algen, den Algenaufwuchs auf den Steinen da abrasen und sich von dem ernähren. Ja, wunderbar, wie sich die Tiere anpassen. Da sind eben welche, die in stark strömenden Bereichen Schwärme bilden, als Fische da dargestellt, dann Zikliden, die Buntbarsche, haben auch eine ganz besondere Kleinstlebensräume, die sie da bewohnen. Dann die Bodenbewohnenden oder eher am Boden lebenden Fische, die da vorzufinden sind. Also eine reiche Vielfalt. Ja, die Hanna Holzer hat 2018 ihre Masterarbeit da in den Bächen oder mit Beispiel der Bäche oder Untersuchungsgebiete der Bäche um Lagamp gemacht. Sie hat sich die Garnelenartenvielfalt angeschaut und hat aber auch versucht darzustellen, wie diese Garnelen im Nahrungsnetz, im gesamten Ökosystem des Fließgewässers von den bentischen Invertebraten und so weiter und die die Wechselwirkungen oder die Einflüsse der organischen Substanz und anderer Umweltparameter auf diese Tiere festzustellen sind und zu charakterisieren sind. Also eine ganz tolle Arbeit. Da zum Beispiel ein Tier, das Makrobrachium wieder, Hancocki, das besonders in den Gewässern, in den Fließgewässern von der Peninsula Osa leben, also ein ganz spektakuläres Tier und da sind so ein paar taxonomische Einzelheiten oder Besonderheiten, die eben zur Artbestimmung ganz wichtig sind. Also eine ganz tolle Frage oder eine Arbeit, die da entstanden ist und sie hat auch geschaut, wo diese Tiere sich besonders aufhalten und da eben das besondere Habitat dieser Tiere ist. Ja, besonders eben Habitate und Tiere, das ist ja bei uns sehr gut entwickelt, nämlich dass die Makroinvertebraten Indikatoren sind, um etwas über die Gewässergüte auszusagen, über den ökologischen Status und besonders aber auch, und das ist auch besonders in den Tropen wichtig, um an die ersten Folien zu erinnern, nämlich die Verschmutzung, um über die Verschmutzung der Gewässer was auszusagen. Und da sind wir erst in den Tropen, in den Kinderschuhen. Es gibt zwar einige, und da ist einer zum Beispiel von Monika Springer, die an der Universität von Costa Rica in San Jose Professorin ist, die hat so einen Bestimmung oder so ein Indikationssystem entwickelt, das an den europäischen Indikationssystemen angelehnt ist und hat da für die Familien eine erste Einstufung der Verschmutzungsindikatoren gemacht und mit dem arbeiten wir auch und da hat und das ist auch wichtig, dass man da wieder die Bevölkerung oder die verschiedenste Bevölkerungsagierende damit einbezieht und ob das jetzt ein Citizen Science Aktivitäten sind, ob das Schulen sind oder ob das dann auch Verwaltungsbeamte sind zum Beispiel. Es ist jedenfalls wichtig, dass man mit all diesen Gesellschaftsschichten auch oder Vertretern aus diesen oder mit diesen Stakeholdern auch interagiert und diese das Bewusstsein schafft und auch die das ja und besonders auch dann die das entsprechende Wissen auch mit denen gemeinsam entwickelt. Ja, und das ist auf dem Weg. Ja, es gibt dann inzwischen
einige Möglichkeiten, die Gewässergüte auch zu untersuchen. Wir haben das auch gemacht. Die Verena Duschek hat ihre Diplomarbeit, ihre Masterarbeit auch vor 2 Jahren abgeschlossen. Und zwar hat sie sich Gewässerabschnitte im Primärwald bzw. dichten Sekundärwald vielleicht noch und dann aber in landwirtschaftlich genutzten Bereichen, was die untere Reihe dieser Bilder darstellt, und haben uns da die verschiedenen Lebensgemeinschaften von den Invertebraten bis auch zu den Fischen angeschaut und haben eben da eben feststellen können, also erstens einmal ist die Taxonomie wichtig, dass man die Tiere alle bestimmen kann, aber dann haben wir feststellen können, dass hier, und zwar in den unterschiedlichen Symbolen dargestellt, in den zwei Fließgewässern, da zum Beispiel Quebrada Negra und Quebrada Bolsa, dass da die Indikation eine ganz andere ist. Also man sieht, dass von den Primärwaldstellen die beeinträchtigten Stellen sehr stark sich durch die Lebensgemeinschaften unterscheiden. Ja, und das ist eigentlich ganz wichtige Grundlagenarbeit, die man machen muss, um dann auch entsprechende Aussagen über die Wasserqualität in den tropischen Gewässern tätigen. Und das ist eben jetzt noch Entwicklungsarbeit und ich denke, da braucht man noch einige Jahre an Untersuchungsarbeit, um dann auch nicht nur auf Gattungsniveau, sondern auch auf Artniveau da entsprechend sehr scharf und sehr genau auch diese Indikationen durchführen zu können. Ja, vor längerer Zeit haben wir das auch in Kenia gemacht und da ist es auch nicht anders, dass, also da sind verschiedene Probenstellen in diesem Joro River, der in den Kurusee fließt, und haben uns da verschiedenste Situationen dann auch angeschaut. Da ist es ähnlich, gell? Es gibt wenig Bestimmungsliteratur, es gibt wenig Wissen über die autoökologische Charakteristik dieser Tiere und so weiter. Und dennoch haben wir uns versucht, diese Struktur der bentischen Lebensgemeinschaft, aber auch funktionelle Eigenschaften auszuwerten und haben dann auch gesehen, zum Beispiel, dass die Diversität entlang dieser typischen Intermediate Disturbance, also dort, wo die mittlere Störungshäufigkeit mittlere Störungskraft da liegt, das ist auch die Diversität höher. Und dort, wo geringe Störung ist, ist sie niedriger. Und dort, wo sie höher ist, ist sie auch wieder niedriger. Und das kann man sich da auch ganz gut anschauen. Und das ist ganz wichtig auch darzustellen. Aber was wir immer tun, ist, dass man die Wechselwirkungen mit dieser Lebensgemeinschaft auch zeigt und dass man da auch die störenden Faktoren sehr wunderbar herausarbeiten kann. Also da gehe ich jetzt nicht mehr weiter ein, aber ich will nur zeigen, dass es da auch Forschungsbedarf gibt und auch Darstellungsbedarf gibt, denn auch hier findet man stark veränderte Gewässer, wo natürlich das Bewusstsein in der Bevölkerung nur allmählich dann erreicht wird und natürlich die Wechselwirkung mit den Gewässern eine ganz andere ist, also von sauberem Wasser und dem Trinkwasser als in der Umwelt sich befindend, da ist es eigentlich ein bisschen weit weg, sondern es sind immer noch Kloaken und ich glaube, da ist noch sehr viel zu tun, um dieses Bewusstsein zu schaffen. Und das ist da zum Beispiel der Dekan dieser Universität, der da mit uns mit war und dann versucht, die dort ansässige Bevölkerung auch entsprechend zu instruieren und aufzuklären, was es da hat. Aber natürlich sind das große angelegte Projekte, die oder Vorhaben, die noch lange dauern werden, aber wo man halt im Kleinen anfangen kann. Ja, ein weiteres Beispiel aus Sri Lanka, ich mache da jetzt ein bisschen
einen Schwenk von Mittelamerika bis über Afrika dann nach Asien. Da haben wir uns überlegt, zusammen mit Maria Leichtfried, die bei der Akademie der Wissenschaften jetzt pensioniert ist, und dann Kolleginnen und Kollegen aus Sri Lanka, haben wir uns überlegt, wir wollen eigentlich was, weil in Sri Lanka ist zum Beispiel sehr gut entwickelt die Erforschung der stehenden Gewässer, der künstlichen stehenden Gewässer, die zur Bewässerung seit Hunderten von Jahren angelegt sind und die eigentlich sehr erfolgreich für die Fischzucht und auch für die Nahrungsproduktion der ansässigen Bevölkerung eigentlich gedient hat und immer noch dient. Aber die Fließgewässer sind eigentlich als Ökosystem eine vergessene Situation, also ein vergessenes Ökosystem, das auch besonders, obwohl es ja als Waschraum und auch als Badezimmer genutzt werden, aber dennoch findet meist ein Abtransport von Müll und auch von Abwässern natürlich durch diese Fließgewässer statt. Auch hier ist es wichtig, das Bewusstsein zu schaffen. Und das war eigentlich die Intention des Projektes IRESA. Und zwar war das die Initiative der Fließgewässerökologie in Sri Lanka, von der Wissenschaft zur Anwendung, haben wir das genannt. Und war erfolgreich, wurde also auch gefördert. Und es war eine Zusammenarbeit zwischen europäischen Institutionen und asiatischen, nämlich in Sri Lanka. Und was wir besonders wollten, ist, dass wir das Bewusstsein, dass es auch Fließgewässerforschung braucht, um über diese Defizite dann auch Bescheid zu wissen und über die natürlichen Situationen Bescheid zu wissen. Und eben dann, dass man aber das auch über diese Forschung hinaus in die breite Öffentlichkeit bringen muss. Und das haben wir versucht. Bei den Fließgewässern in Sri Lanka ist es eine typische asiatische Situation, dass eben, habe ich zuerst gesagt, dass es sogar also eine Waschküche ist für ganze Dörfer, die an den Fluss gehen und dort ihre Wäsche waschen. Natürlich dann zur Elephant Hour, zur Siesta der Elefanten auch, natürlich die Gewässer aufgesucht werden von den gezähmten Arbeitselefanten zum Beispiel, die haben da eine zweistündige Pause oder dreistündige Pause sogar, die sie im Wasser verbringen können. Aber es ist natürlich eine vielfältige Inanspruchnahme dieser Ressource. Und was wir eben tun wollten, ist diese Fließgewässerforschung da einigermaßen zu initialisieren und dort aufzubauen. Und wir haben das dann auch gemacht. Wir haben also Austauschstudierende gehabt und haben da verschiedenste Veranstaltungen gemacht, die entweder vor Ort stattgefunden haben, dass wir also ins Feld gegangen sind und die Situation untersucht haben. Dann haben wir aber an der Universität von Kelania dann auch diese Fließgewässerforschung auch etablieren wollen und habe also ein Networking mit europäischen Institutionen gemacht und so weiter, also international, dass wir das auch dargestellt haben. Dann haben wir auch die breite Öffentlichkeit mit hereingenommen. Wir haben also Vorträge gehalten in den Kommunen, in den Schulen und so weiter. Also wir waren dort in der Umgebung unserer Untersuchungsgebiete, haben wir versucht auch, dass die Leute da Informationen über unsere Tätigkeiten erhalten und haben dann besonders auch versucht, dass man dort agierende NGOs mit hineinnehmen, Klassen mit hineinnehmen und so weiter. Also es war eine sehr interaktive Situation, die wir da bei unseren Untersuchungsreisen auch mit der Bevölkerung dort auch veranstaltet haben. Es waren zwei Gewässer, die wir uns angeschaut haben, nämlich einmal
ein Fluss in Jan Oya heißt er. Der Jan Oya, der ist in der Trockenzone von Sri Lanka. Und dann hier der Eswatu Oya, das ist einer in der Monsun beeinflussten Region, also Regenwald und aber doch besiedelt eine Kulturlandschaft in beiden Fällen, aber doch immer wieder durch oder besonders durch die klimatischen Gegebenheiten besonders geprägt. Ja, da ist zum Beispiel diese Einzugsgebietssituation des Monsunflusses, und da sieht man, dass eben da auch diese Home Gardens, also eine bewirtschaftete Kultur oder eine Kulturbewirtschaftung rund um die Häuser und Siedlungen stattfindet, aber auch Wald noch da ist und Reisfelder, Gummibäume und so weiter dort vorzufinden sind. Ja, und dann in dieser Trockenzone schaut es natürlich ein bisschen anders aus. Auch wenig Wald ist natürlich da, aber besonders Buschlandschaften und auch wilde Elefantenpopulationen, die sich da finden und die da zu Konflikt natürlich zwischen den Bauern, den Reisbauern und so weiter natürlich auch versucht haben, natürlich wissenschaftlich uns diese Ökosysteme genauer anzuschauen und eine saisonale Situation, Unterschiede gibt und wie diese Verhältnisse sind. Dann haben wir natürlich auch verschiedene Experimente gemacht, ob zum Beispiel angepflanzte Pflanzenarten sich anders auswirken auf die Abbauaktivitäten der Insekten im Fluss als die natürliche Ufervegetation, also aus Blättern aus der natürlichen Ufervegetation und so weiter. Das ist alles publiziert. Das waren zwei Dissertationen, die sich damit beschäftigt haben. Und da sieht man eben diese Spretteraktivität, also diese sehr kleinere Aktivität in der Bodenfauna ist ja ein Rätsel in den Tropen und hängt zusammen auch mit mechanischen Zerkleinerung, also mit mechanischen Kräften, aber auch mit Aktivitäten der Süßwasserkanälen zum Beispiel, aber auch der Krabben zum Beispiel, der Süßwasserkrabben, die man da lange Zeit nicht als diese Akteure identifiziert hat. Und diese immer in der Lebensgemeinschaft, aber nicht zu genügend gefunden hat. Ja, aber da haben wir hineingeschaut und haben eben da Besonderheiten gefunden, aber besonders eben die bentischen Lebensgemeinschaften, die wir uns angeschaut und auch die Fische und haben da verschiedenste Untersuchungen. Ich will da jetzt nicht genauer darauf eingehen. Ich glaube, das ist da zu weit. Also wir haben da intensiv auch abgefischt und so weiter und dann versucht, und das ist da vielleicht in diesen zwei Zusammenhänge in den Fließgewässern Nahrungsnetzen gibt, wenn man jetzt den Regenwaldbach mit dem trocken klimatischen Gewässer, Fließgewässer da vergleicht im Jan Oya. Und was wir aber da neben diesen wissenschaftlichen Arbeiten dann versucht haben, sehr stark diese breite Öffentlichkeit auch und da von der Wissenschaft natürlich bis zu den Gemeinden hinein zu integrieren und haben da verschiedenste Aktivitäten gemacht. Und das haben wir, und aus dem Grund war das Projekt erfolgreich, das haben wir besonders betrieben und denke, dass das ein ganz wichtiger Aspekt war. Also da sieht man zum Beispiel eine dieser Konferenzen, die da sehr oft auch religiös, kann man fast sagen, gestaltet sind und ein sehr
ja, ein sehr traditionelles Ritual auch haben, was auch für uns ein Erlebnis ist. Und dann jetzt vielleicht in vielen Projekten so ist, aber das war halt vor 10 Jahren, 15 Jahren, wir haben uns mit der ansässigen Bevölkerung unterhalten, denn also wir haben da Fragebögen zum anderen und haben eben in Informationen, das Wasser aus dem Fluss Verwendung findet, die haben ja alle kein Trinkwasser, kein fließendes Trinkwasser, keine Wasserleitung, Trinkwasserleitung, sondern die müssen sich selber um ihr Wasser kümmern, haben selber geschlagene Brunnen oder sie gehen zum nächsten Fluss und nutzen eben das Wasser. Und da haben wir eben gefragt, ob sie das zum Trinken nehmen, ob sie es zum Waschen nehmen oder als Badezimmer sozusagen zum Schwimmen oder zum Bewässern nehmen. Und das sieht man eigentlich, dass da große Prozentsätze, 80% der ansässigen Bevölkerung, also das waren dann die Hunderte, die wir da gefragt haben in beiden, das sind beide Einzugsgebiete, sowohl die monsunklimatische Situation als auch dieser Trocken, in der Trockenregion sind also da gleich. Gell? Also wenn man sagt, die fließt von 80% der ansässigen Bevölkerung werden die als zum Waschen ihrer Wäsche verwendet, auch zum Schwimmen da zum Beispiel, oder beziehungsweise das ist eigentlich zum Reinigen, zum Selbstreinigen, Körperreinigung und da zum Schwimmen und so weiter und zum Bewässern. Natürlich in der Trockenzone mehr Bewässerung als wie in der Feuchten, wo es ständig regnet. Ja, und dann haben wir auch geschaut, ob Sie auch wissen, welche Tierarten da vorkommen. Gell? Und natürlich ein, zwei Fischarten haben alle gekannt, aber wir haben dann ganz dezidiert gefragt, also welche Tierarten sie kennen und so weiter. Und Fischarten, nicht nur, dass Fische da sind, sondern welche Fischarten das da vorkommen. Und das ist auch ganz interessant, dass da Unterschiede sind und dass da eigentlich auch sehr wenige oft über die entsprechenden Tierarten Bescheid wissen, obwohl das Wasser so genutzt wird. Ja, und dann haben wir natürlich, was bei uns ja gang und gäbe ist, so Citizen Science und mit Schulen und so weiter, so Bestimmungs- und Erkundungsuntersuchungen gemacht und haben auch versucht, da mit einfachen Schlüsseln ihnen auch das System der Gewässerverschmutzung und der Indikatoren da beizubringen. Und wo sie das früher ja nicht gemacht haben, sondern einen anderen Zugang zum Wasser hatten, waren die natürlich sehr interessiert und haben das natürlich auch in ihre Familien dann gebracht und so weiter. Ja, also intensiv mit den Leuten gelebt und bei ihnen gewohnt sogar. Anders war es nicht möglich, da hat es keine Hotels gegeben in den Dörfern und so weiter, sondern da hat man auf Bekanntschaften dann sich verlassen müssen und hat eben da für einige Tage dann dort gewohnt, die Maria Leichtfried beim Tee und doch einem, weiß nicht, ob es Kuchen war, aber zumindest einer Süßigkeit, die dazu gereicht wurde. Also eine sehr erfreuliche Situation und ich denke, da hat man einiges an Bewusstsein auch schaffen können. Ja, ich denke, das ist ein kleines Beispiel gewesen, da ist wirklich ein kleines Projekt, wenn man das jetzt vergleicht mit der Situation in La Gamba, ist das ja nur eine wirklich kleine Nussschale verglichen zu einem Ozeandampfer. Gell? Und muss man sagen, was Anton und was ihr alle da geleistet habt, ist natürlich ein Wahnsinn. Und das ist ein Zeichen, dass besonders die ansässige Bevölkerung, obwohl man natürlich die Wissenschaft im Hauptaugenmerk hat und natürlich von der Wissenschaft, wir Wissenschaftler natürlich da, das ist unser Money, also unsere Währung,
müssen wir natürlich das tun, aber es ist ganz wichtig, dass man diese Bevölkerung da mit teilhaben lässt und mit agieren lässt und ihnen auch unsere Erkenntnisse und ihre Erkenntnisse auch für unser Verhalten und für unsere Tätigkeiten da in diesen Gebieten, dass man das immer wieder berücksichtigt. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt und ich glaube, es ist jede Stunde jetzt vorbei, trotz einiger Störungen, dass mir leid tut, aber da sehen Sie am Straßenrand dieses Mädchen, also das hat mich so fasziniert, hat ein T-Shirt angehabt, Girl Power, und hat die Zikliden, die sie wahrscheinlich vorher am Bach gefangen hat, den Vorbeifahrenden und den Touristen, sondern das war ein Gebiet, wo eigentlich kaum Touristen unterwegs waren, sondern einfach der Bevölkerung, die dort auch lebt und in die Arbeit fährt, ihren Snack angeboten hat. Und da ist die Morgendusche einer Dame, die da lebt im Umkreis oder nahe des Baches, die jeden Tag zur Morgendusche da zum Fluss geht. Und das war für uns eine sehr schöne Sache, was über die Leute zu erfahren und über Erkenntnisse, was das Ökosystem Fließgewässer angeht, aber auch über die Erkenntnisse, die sie ja zum Teil auch haben, aber über ihre Meinung zur Verschmutzung und zum Verbrauch und zur Nutzung dieser sehr kostbaren Ressource. Ja, also ich habe jetzt einen Rundumschlag gemacht, so die letzten 15 Jahre oder 20 Jahre, was ich da in den Tropen so einzeln oder Einzelheiten wichtig finde. Ich hoffe, es hat Sie interessiert und es hat Ihnen gefallen und würde mich freuen, wenn Sie einige Fragen oder Diskussionen, wenn eine Diskussion zustande kommt. Danke.